Das Warten hat sich gelohnt. Gleich geht's los. Wir warten noch ein paar Sekunden, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zur 30-Minuten-WG von Stern, Penjim House, sowohl hier auf der Bühne als auch im Livestream. Wir sind hier auf der Buchmesse in Frankfurt und ich freue mich auf eine spannende Frau. Wenn der Spiegel schreibt, sie ist eine der vielseitigsten Künstlerinnen Deutschlands, dann ist das nicht übertrieben. Ihr Spektrum reicht von Hochkultur bis Trash-TV. Ausgebildete Balletttänzerin, sie hat eine eigene Bühnenshow seit vielen Jahren, eine Entertainerin. Und als hätte sie nichts Besonderes zu tun, schreibt sie auch noch einen Bestseller nach dem nächsten. Damit sind wir auf der Buchmesse. Herzlich willkommen, Desiree Nick. Danke, dass ich hier sein darf. Und vor allem, dass so ein attraktives Publikum sich mittags hier versammelt hat, um mich zu erleben. Dankeschön. Und wir sind gleich bei Ihrem nächsten Bestseller, der hier steht. Alte, weiße Frau, warum Falten kein Knick im Lebenslauf sind. Das klingt politisch und ist auch politisch gemeint. Ihre Kernforderung lautet, ja, wir brauchen dringend eine Anti-Ageism-Bewegung in Deutschland. Anti-Ageism, das ist nicht das Gleiche wie Anti-Aging. Nein, aber ich möchte erst generell mal sagen, also es gibt ja immer ein Mysterium und ein Phänomen bei allem, was man plant. Und das große Phänomen dieses Werkes, Alte, weiße Frau, ist, dass es auch ein Magnet für junge Leute ist. Ich habe es auf den Anfängen meiner Lesetour, ich war gestern in Leipzig, in Erfurt, in München, in Berlin gesehen, der Saal ist voll mit jungen Frauen. Und das finde ich so toll, dass da mal wieder etwas passiert ist, was man so nicht erwartet hat. Das ist für mich die größte Überraschung. Und natürlich ist es so, dass dieses Buch eine Antwort ist auf Der alte weiße Mann, aber ich schreibe nun keine belehrenden soziologischen Bücher, ich bin Unterhaltungskünstlerin, ich bin auch nicht Politikerin, jedoch habe ich mit Unterhaltung damit eine seriöse, ernsthafte Botschaft, Message zu servieren, denn es ist heutzutage immer noch die Frau selber, die das Bild, das sie in der Öffentlichkeit einnimmt, bestimmt. Das entscheiden nicht Männer, nicht in Institutionen, die Frau selber hat darüber zu entscheiden. Und es gibt für die Definition der Rolle der Frau ab 50 überhaupt keine angemessene Definition ihrer gesellschaftlichen Rolle in der Mitte der Gesellschaft. Das, was als Rolle existiert, das sind Rentner, die auf der Parkbank sitzen mit einem Stock in einer Trevira-Hose, trittfestes Schuhwerk, die sich Produkte in die Haare schmieren, Schmerzen haben. Und alt wird gleichgesetzt mit Wertverlust. Alt bedeutet Makel. Das ist falsch. Und dagegen wende ich mich mit diesem Buch, was ich natürlich in unterhaltsamer Weise auffächere. Also Alter weißer Mann ist der Titel des Buches. Und alter weißer Mann ist ja eigentlich ein Schimpfwort. Also das bezieht sich ja eigentlich auf den bornierten, hetero-Macho-Kerl, der über sexistische Witze lacht und Frauen nicht so ganz ernst nimmt. Warum fordern Sie jetzt die alte weiße Frau? Sollen ja Frauen genauso fies werden wie die alten Kerle? Nee, die Frauen taugen gar nicht so sehr zur Diskriminierung wie der alte weiße Mann, weil der ja seit Jahrhunderten das Bild und die Rolle der Definition der Frau bestimmt hat. Ja? Und was aber der Punkt an dieser ganzen Sache ist, dass es wesentlich mehr Frauen gibt, sowieso gesellschaftlich. Es gibt auch wesentlich mehr alte Frauen. Und wenn wir hier schon von Frauenbewegung oder Feminismus reden, na, da bitte ich doch gefälligst auch um die Gleichberechtigung in der Stigmatisierung. Denn das, was nämlich bis jetzt vorkommt, sieht so aus, dass die Frau gar nicht existiert. Die wird dermaßen ausgeblendet, 50 Shades of Beige,
ja, dass sie überhaupt ausgelöscht wird. Sie existiert nicht ab 40, 50. Und wenn sie wieder existiert, dann ist es dafür, um einen Treppenlift anzudrehen oder Medikamente oder gegen Haarausfall. Also Dinge, die nun gar nicht erheiternd sind. Und ich kann mich mit dem öffentlichen Bild, was Frauen ab 50 übergestülpt wird, was da gezeigt wird, in keinster Weise identifizieren. Und deshalb habe ich die Stimme erhoben, aber diesmal nicht für mich alleine, sondern für die 25 Millionen Frauen meiner Altersklasse. Es gibt ja auch keine Alternative. Wo ist die Antwort? Wo ist der Entwurf für das wunderbare Leben, was uns ab 50 geschenkt wird? Die Zeit, wir haben es ja viel besser als die jungen Leute, die haben diese Fragen: Partnerwahl, Berufswahl, wo lebe ich, Karriere, kann ich mir das leisten, wie komme ich an Geld, soll ich ein Haus kaufen, soll ich heiraten, soll ich Kinder kriegen, wann soll ich Kinder kriegen, was, wenn ich Kinder kriege und die Ehe scheitert, was, wenn ich Kinder kriege und ich verliere meinen Job, haben wir ja alles abgearbeitet. Wir haben ja Weisheit, Witz und Warzen. Also. Und damit meine ich, dass wir Erfahrungen gemacht haben, und das möchte ich alles weitergeben und das Auge und die Sinne schärfen, dass dadurch, dass die Menschen doppelt so alt werden, wir das Geschenk haben einer immensen Kapazität, die vor uns liegt und die wir hoffentlich völlig unbelastet gestalten müssen. Darum dreht sich mein Werk. Und Sie richten sich eigentlich an die Frau ab 50, wollen ihr Mut machen. Aber auch hier, nee, dass Sie Moment, gerade sagt... Moment, ich hake ein. Gerne. Ich habe mein Buch... Mein erster Bestseller war: Gibt es ein Leben nach 40? Der zweite war: Gibt es ein Leben nach 50? Es stehen Schlange bei der Lesung 18-Jährige. Dieser Titel ist ja auch noch eine Metapher für ein ernstes Thema. Dieser Titel ist ja nicht entstanden, weil ich mir einen tollen Titel aussuchen wollte, sondern weil er ja ironisch anknüpft an den stehenden Begriff der alte weiße Mann, was ja fast ein geflügeltes Wort ist, obwohl jeder sich darunter was anderes vorstellt. Ja? Der Begriff ist ja gar nicht richtig definiert. Was ist überhaupt ein alter weißer Mann? Es gibt ja auch äußerst attraktive, erfahrene, nette, humorvolle, brillante alte weiße Männer. Aber es ist eben negativ behaftet, weil es zu einer legitimierten Form der Altersdiskriminierung geworden ist. Alter weißer Mann ist Altersdiskriminierung, die unter dem Deckmäntelchen der Liberalität daherkommt. Sie sind eine sehr erfolgreiche Künstlerin seit vielen Jahren. Gibt es Situationen, wo Sie selber auch sagen würden, da habe ich bereits Altersdiskriminierung erlebt? Aber natürlich. Ich war ja zu alt, als ich in Medien auftauchte. Dschungelqueen, da war 2004, da war ich 48. Ja? Und ich erlebe sie tagtäglich, gerade medial. Warum bin ich nicht bei Let's Dance? Warum bin ich nicht bei The Masked Singer, um nur einiges zu nennen, auf dem Traumschiff oder bei Rosamunde Pilcher? Ich könnte doch spielen, eine böse Gräfin spielen, die allen alles versaut. Hätten Sie Lust auf Rosamunde Pilcher? Aber natürlich, das habe ich aber schon vor 15 Jahren verlauten lassen. Da kommt ja gar keine Reaktion. Wissen Sie, ich werde ja medial vom Fernsehen auch komplett in dem, was ich eigentlich kann, übergangen. Ich werde ignoriert, aber dann mache ich immer andere Sachen und dann wundern sie sich alle, dass es läuft. Und inzwischen ist es mir auch scheißegal geworden, weil das, was ich selber entscheide und mache, ist wenigstens wertvoll. Sie haben mit 66 Jahren jetzt auch erstmals Fotos für den deutschen Playboy gemacht, also der hat Sie nicht ignoriert. Und diese Fotos, sagen Sie auch, hat für Sie eine ästhetische Dimension und auch eine politische. Ja, dazu möchte ich sagen, heute Nacktheit zu zeigen, nichts ist banaler als das. Also da kann ja jederzeit digital alles abrufen, was er sehen möchte. Von daher ist für mich Nacktheit
eine Art der künstlerischen Selbstinszenierung und Umsetzung. Wie präsentiere ich diese Nacktheit? Die Nacktheit ist das schönste Kostüm, was wir überhaupt zur Verfügung haben. Und wie rücke ich mich damit in ein Licht, mit dem ich mich selber wohlfühle und identifizieren kann? Und hinzu kam ja nun, dass diese Form der Nacktheit im Playboy eine ganz große Strahlkraft hat, weil es nonverbal, ohne dass etwas gesagt wird, genau das ausdrückt, was in dem Buch steht. Also das, was ich hier in Worte und in Theorien und in Ansichten und in Pointen gekleidet habe, das drücke ich nonverbal aus. Und mich selber macht es so glücklich, weil ich gemerkt habe, dass die spitzeste Zunge der Nation auch sehr viel Ausdruckskraft hat, wenn sie schweigt. Also das ist etwas, womit Sie Altersgenossinnen Mut machen wollen, wenn sie sich zeigen, wenn sie ihre Schönheit zeigen, wenn auch der Playboy sie zeigt. Haben Sie manchmal nicht auch gehört, ja, wenn Lanique das macht, die hat natürlich als Balletttänzerin immer gelernt, ihren Körper zu beherrschen, die weiß, was Körperspannung ist, aber wenn ich das mache, mich würde der Playboy nie fragen. Da muss man halt eine andere Form finden, das ist wie beim Singen. Also ich meine, vorher im Dschungel haben sie mich ja auch alle die ganze Zeit im Bikini gesehen. Ist ja nun durch diese Reality-Formate nicht das erste Mal, dass meine Figur sieht. Aber da hat es komischerweise, als ich 25 Jahre jünger war, da hat sich niemand dazu geäußert. Und da war sie noch besser als heute. Das mal ganz am Rande, ja. Aber da hat es ja überhaupt keine Wirkung gehabt. Wissen Sie, ich will Ihnen sagen, es ist so, dass ich mit dieser Aktion die Leute gezwungen habe, mich zu betrachten. Und Betrachtung ist noch was anderes als hingucken. Das ist Auseinandersetzung damit, hinterfragen, Kopfkino einschalten und die Dinge in Relation setzen zu dem, was man sonst kannte oder für einen Eindruck hat. Und die Körperlichkeit, der Ausdruck, die Möglichkeiten, die wir haben, die reichen ja bis ans Lebensende. Und hier schließt sich nämlich der Kreis zu dem Buch, dass ja da, wie wir das Alter sehen, angehen, verkörpern, gestalten, auch damit zu tun hat, wie wir in unserer körperlichen Hülle uns darstellen. Und da haben wir Entscheidungskraft. Also ob man sich nun hier in 50 Shades of Beige oder in Tristesse verhüllt und sich dafür entscheidet, sich selber aufzugeben, oder ob man sagt, nein, ich finde für mich eine neue Haut, in der ich mich wohlfühle, und dann hat man ja auch eine ganz andere Aura und Strahlkraft. Das ist unsere Entscheidung. Und auf all das wollte ich ja mit dem Playboy-Covershooting aufmerksam machen. Und ich will Ihnen mal was sagen. Ich hätte auch 10 Jahre älter sein können. Es ist weder vulgär, noch ist es obszön. Und das soll mal eine schaffen, wenn sie splitterfasernackt ist. Und Sie haben ja dann in einem Interview augenzwinkernd gesagt, eigentlich sollte man jedem Rentner so ein Playboy-Shooting schenken. Ich bin ja selber Rentnerin. Ja, eben. Muss mich überhaupt mal erkundigen bei der Deutschen Bahn. Bin so blöd, dass ich immer noch die Bahncard habe. Wahrscheinlich fahre ich für 25 Euro das ganze Jahr durch Deutschland. Was ist die Idee hinter dieser Aussage? Eigentlich sollte man jedem Rentner so ein Playboy-Shooting schenken. Das ist natürlich ein Synonym. Ich sage jetzt nicht, gehen Sie dahin, machen Sie das. Es ist eine Inspiration. Man kann es ja auch selber machen, zu Hause oder mit Familie oder mit Freunden oder mit der Tochter oder mit Kumpels. Also ganz einfach, es ist ein spielerisch kreativer Ansatz, der dazu führt, dass man seine Individualität ausdrückt und sich dieser Individualität bewusst wird. Weil das alles soll ja unter den Teppich gekehrt werden. Es ist ein Ja zur Individualität und zur Kreativität. Wenn man das jetzt nicht auf so professionelle Weise macht. Das war ja ein berühmter Fotograf, der sehr viel hohe Gage
eine Koryphäe, großes Team, Licht. Einen Tag wurden Lichter gehängt und wissen Sie, die Möglichkeiten hat ja jemand gar nicht außerhalb. Ne? Aber wie ich schon sagte, man kann es auch auf seine Weise, man kann ja auch selber einen Käsekuchen backen. Man kann, es ist halt ein Fehlschlag, mache ich es nochmal. Also ich finde, man sollte locker rangehen und auf seinem Niveau bleibt etwas, was dazu führt, dass man sich mit einem neuen Selbstverständnis kreativ mit sich selber befasst und den Mut dazu, das merke ich auch an Ihrer Fragerei 3-4 Mal, das im Bewusstsein haben ja die Frauen gar nicht, die kämen ja gar nicht drauf. Wenn Sie jetzt auf Lesereise sind, Sie sagen, es ist typisch, auch hier sind jetzt viele junge Frauen im Publikum, eben nicht die Leute des Alters 50 plus. Also was ist an Ihre Botschaft gerade an junge Frauen heute? Da müssen Sie die jungen Frauen mal fragen, warum sie da sind. Wissen Sie, ich habe auch manchmal bei der Signierstunde gefragt, die sagen, ja, dann weiß ich, was mich erwartet. Oder sie sagen sehr oft, sie sind ja so im Alter meiner Mutter. Und ich wollte mal vergleichen, was meine Mutter so sagt oder auch die Großmutter, kommt ganz auf die Biografie drauf an, ne? 20, 40, 60, also wer jung Kinder kriegt, da könnte man ja mit 60 durchaus Großmutter sein und oder sie haben eine Tante in meinem Alter und wollen dann mal vergleichen, was höre ich zu Hause und was sagt diese Frau, die ich auch aus dem Reality wie in anderen Situationen kenne. Ne? Also sie befassen sich mit mir, es zeugt von hohem Interesse und das ganze Buch soll ja nicht belehrend sein. Sie wissen, es ist ein Unterhaltungsbuch, Sie haben mich durch die sozialen Medien kennengelernt oder durch Reality TV, dadurch wurde Interesse geweckt und dann sagen Sie sich, jetzt möchte ich mal wissen, was steckt eigentlich wirklich hinter dieser Person, ich möchte sie näher kennenlernen. Und so kommt es. Habe ich das richtig formuliert, die jungen Mädels da vorne? Und alle nicken. Sie finden sehr viel Zustimmung. Sie sind schon brillant in dieser Fähigkeit, Themen zu finden, die gerade wirklich angesagt sind. Oder als Verleger würde man sagen, auch Themen zu finden, die sich verkaufen lassen. Also gibt es ein Leben nach 40, wann immer jemand in einen Buchladen geht und ein Geschenk sucht und für jemand, der schon alles hat, dann liegt natürlich so ein Buch auf der Hand. Wie haben Sie gemerkt, dass dieses Thema gerade wirklich brennend ist? Weil ich sehr wenig, gut, es gibt Literatur dazu ähnlich, also es ist ja nun auf die Idee zu kommen, das wird ja auch anderen Verlagen einfallen. Aber ich serviere es ja in unterhaltsamer Form, also nicht von dem Medizinischen. Die Literatur, die ich dazu finde, ist meistens medizinisch. Da geht es dann um Wechseljahre, um Hormone. Soll ich Hormonpillen nehmen? Also muss ich zum Arzt, was kann ich mit der Haut machen? Also es ist dann mehr von einem wissenschaftlich-medizinischen Aspekt. Aber ich benutze das ja als Vorlage, um eigentlich Unterhaltung zu servieren. Aber mit einer ernstzunehmenden, sehr gesunden, politischen Message. Und die Bücher, die ich gefunden habe, gibt ja da auch international bekannte Bücher, die widmen sich aber mehr dem Organismus oder was man essen soll oder was man nicht essen soll oder wie man leben soll. Und ich, da ist mein Buch das ganze Gegenteil. Ich mache ja keine Vorschriften und will niemandem sagen, wie er zu leben hat. Ich möchte ganz einfach durch den Spirit, also durch die Betrachtungsweise zeigen, wie doch letztendlich alles an uns selber liegt, die Dinge und das Leben zu betrachten. Und diese Entscheidung, die liegt alleine bei uns. Und Frauen sind geschichtlich so lange unterdrückt worden. Ja? Denen wurde so lange dieser Stempel aufgedrückt. Ah, jetzt ist die 40, kommt in die Jahre. Die gehört zum alten Eisen. Die ist ja nicht mehr taufrisch. Wie lange will die das noch machen? Und sowas alles, das ist doch alles etwas, was
den Frauen Makel überstülpt und zumutet. Und davon möchte ich, das möchte ich lüften und in ein völlig neues Licht stellen. Es ist ein feministisches Buch. Wobei ja, hartgesottene Feministinnen, die fangen ja schon an, dass sie sagen, so darfst du nicht aussehen als Feministin. Also was hat das damit zu tun? Wenn man liberal ist, dann muss man den Leuten schon zugestehen, dass sie sich anziehen, wie sie wollen. Desiree Nick, und offenbar haben Sie mit dem neuen Buch auch wieder ins Schwarze getroffen. Herzlich willkommen, herzlichen Dank für Ihren Besuch in der 30-Minuten-WG. Haben Sie eigentlich auch mal in einer WG gelebt? Ja, oft, denn ich bin ja Schauspielerin. Und was glauben Sie, was man machen muss, wenn man an ein Stadttheater kommt? Ich war in Stuttgart, ich war in Remscheid. Wo wohne ich? Da kriegst du was zugewiesen in einer WG, meistens eine größere Altbauwohnung. In Wuppertal habe ich in einer WG gewohnt. Und da hast du dann dein Zimmer, eine große Küche, ein gemeinsames großes Zimmer, wo sich alle treffen. Und hauptsächlich wohnen da Leute vom Theater. Habe ich jahrelang gelebt in WGs. Aber das ist die erste WG mit so einer teuren Kaffeemaschine, oder? So eine teure Kaffeemaschine habe ich in der Studenten-WG noch nie gesehen. Ja, toll, toll, toll. Habe ich bis heute nicht. Kann ich mir nicht leisten. Desiree Nick, herzlichen Dank für den Besuch in der 30-Minuten-WG von Stern und Pension House. Herzlichen Dank und alles Gute.